Wie geht's weiter mit Griechenland? Schaffen es die Hellenen, sich zu retten? Und was bedeutet es für uns, wenn nicht? Hier mal ein kurzer Überblick, wie tief wir Deutschen finanziell mit drin hängen. Mit dem ersten Rettungspaket hat Deutschland Kredite von rund 15,2 Milliarden Euro an Athen gezahlt. Und dann, mit dem zweiten Paket, waren es sogar schon 21,5 Milliarden Euro. Weitere Risiken für uns, die Staatsanleihen, die die EZB von Griechenland aufgekauft hat. Und die Forderungen der nationalen Notenbanken gegenüber Athen. Fakt ist, Griechenland will mehr Zeit, um Sparvorhaben und Reformen umzusetzen. Aber zu Recht. Um das große Ganze mal zu verstehen, haben wir das Kleine unter die Lupe genommen. Wir waren bei einem deutsch-griechischen Unternehmer, der vor 10 Jahren eine Brauerei bei Athen gekauft hat. Den Mann hatten wir schon einmal besucht, vor einem Jahr, um zu erfahren, was in der griechischen Wirtschaft alles schiefläuft. Ob es jetzt endlich vorangeht, das wollten wir diesmal wissen. Plus minus zurück in Griechenland. Wir sind wieder bei der Brauerei ESA. Am Beispiel der 100-Mann-Firma untersuchen wir die wichtigsten Standortfaktoren. Lohnkosten, Bürokratie, Steuern und Finanzierung. Was hat sich seit dem letzten Besuch verändert? 2011 war die Bilanz verheerend. Der Plus-Minus-Standortvergleich zeigt, das Land ist derzeit unter fast allen Aspekten unattraktiv. Jetzt treffen wir den deutsch-griechischen Brauereiinhaber Athanasios Syrianos wieder. Also es ist einiges passiert und wir haben Gutes und Schlechtes erlebt. Erstes Hoffnungszeichen, die Lohnkosten. 13 Euro Stundenlohn bekam ein griechischer Brauer und mitten in der Krise erwarteten den Betrieb neue Belastungen. Es ist auch vorherzusehen, dass die bestehenden Vereinbarungen eine Lohnerhöhung fürs nächste Jahr vorsehen. Also wir mussten zum Glück nicht diese Gehälter erhöhen und sind jetzt dabei, ab September die Gehälter anzupassen und zu reduzieren. Insgesamt macht hier Griechenland Fortschritte. Die Lohnstückkosten, also der Anteil der Lohnkosten an einem Produkt, sinken. Seit 2010 gingen sie in Griechenland um fast 11% zurück. Krisenländer wie Portugal oder Spanien können da nicht mithalten. Das hilft. Griechenland muss auf mittlere Frist seine internationale Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen, damit sie exportieren können und beispielsweise Arbeitsplätze schaffen, ihre Leistungsbilanz in Ordnung zu bringen. Und auch dort bei der Entwicklung der Lohnstückkosten hat Griechenland schon erhebliche Fortschritte gemacht. Licht und Schatten beim Standortfaktor Bürokratie. Beispiel 1. Die teure Abfüllanlage war bisher mit Bier nicht ausgelastet. Das lukrative Abfüllen von alkoholfreien Getränken war schlichtweg verboten. Die zuständigen Menschen, die da sind, verharren hinter einer Verordnung von 1917. Das ist wirklich eine glückliche Entwicklung. Ich habe 15 Jahre dafür wirklich gekämpft, dass wir Brauereibetriebe, Softdrinks und Wasser herstellen können. Beispiel 2. Das bisher zuständige Zollamt gibt's nicht mehr. Der örtliche Standort aufgelöst. Der Staatsapparat schrumpft, wenn auch langsam. Doch mancher Bürokratieirrsinn lebt fort. Beispiel 3. Bierdosen dürfen nicht in verschiedenen Sprachen beschriftet werden. Wir haben in diesem Jahr wirklich eine ganze Menge umetikettieren worden müssen, weil ein Auslandsgeschäft geplatzt ist. Wir müssen ja diesen Aufkleber bei jeder Dose aufbringen. Mit Kosten, die um die 35.000 Euro betragen haben. Dritte Kategorie, die Steuern. Bei der Erhebung war Griechenland ineffektiv und aufwendig. So musste die Brauerei zur Ermittlung der Biersteuer ständig Proben ans Staatslabor schicken. Da hat sich massiv was verändert. Unsere Bemusterung ist auf ein Zehntel reduziert worden. Damit können wir jetzt vernünftig arbeiten. Die Steuerfestsetzung macht inzwischen ein vereidigter Prüfer, der den Betrieb kennt. Nur bei Zweifeln kontrollieren Beamte. Die Steuerlast hat die griechische Regierung kräftig nach oben geschraubt. Ich habe ein volles Gehalt an Solidaritätszuschlägen bezahlen müssen. Ich habe für mein Haus nochmal eine Grundsteuer, die fast 8.000 Euro beträgt, zusätzlich zahlen müssen. Ich habe für meinen Pkw doppelt so viel Kfz-Steuer zahlen müssen. Und ich rede gar nicht von den indirekten Steuern mit der Mehrwertsteuererhöhung und so weiter. Das heißt, ungefähr 2 von meinen Gehältern sind jetzt an zusätzlichen Steuern gegangen. Mit den Steuererhöhungen verbessern sich die Staatsfinanzen.
Einnahmesteigerungen und Ausgabenkürzungen summieren sich auf 33% der Wirtschaftskraft bis zum Jahr 2014. Im Vergleich zu anderen Krisenländern ein Spitzenwert und das trotz widrigster Umstände. Wir müssen daran denken, dass in Griechenland für 2-3 Monate keine funktionsfähige Regierung vorhanden war und dass die seinerzeitigen Prognosen des Internationalen Währungsfonds über die wirtschaftliche Entwicklung Griechenland unrealistisch optimistisch waren. Von daher gesehen würde ich persönlich, wenn die Troika zu einem Ergebnis kommt, dass die Griechen jetzt die Maßnahmen, die sie angekündigt haben, glaubwürdig umsetzen, Griechenland bei der Reduktion des Defizits etwas mehr Zeit geben. Denn ohne Zinszahlungen hatte Griechenland noch 2009 ein Haushaltsdefizit von mehr als 10%. Spanien und Portugal waren nicht ganz so schlecht. Inzwischen haben die Griechen das Defizit ohne Zinslast auf 1% gedrückt und so die rote Laterne abgegeben. Eine schlechte Finanzierung. Sie bedroht die griechische Wirtschaft und damit jeden Sanierungserfolg. Schon vor einem Jahr machte die Kreditklemme hier das meiste Kopfzerbrechen. Die Banken waren klamm. Dann haben die uns gesagt, wir haben das Geld nicht. Und die hatten es tatsächlich auch nicht. Die konnten es nicht geben. Es ist jetzt noch schwieriger geworden, was ich mir nicht hätte vorstellen können. Wir zahlen mittlerweile 5% Zinsaufschlag, von 6% auf 9%. Und die Geldversorgung ist ganz schwer geworden. Und wir haben ja Schwierigkeiten, an Geld ranzukommen. Das Horrorszenario für jedes Unternehmen ist hier Realität. Und der finanzielle Druck steigt weiter. Die Lieferanten verkürzen die Zahlungsfristen. Griechische Banken können nicht finanzieren. Ausländische wollen nicht. Die hier befindlichen ausländischen Banken sind auf der Flucht, die gehen. Und die im Ausland Ansässigen denken gar nicht dran, in Griechenland ein Geschäft aufzubauen zurzeit. Weil natürlich dieses Länderrisiko und dieses Wechselkursrisiko extrem hoch ist. Wenn diese Reformen umgesetzt werden, dann werden die Finanzmärkte auch Griechenland wieder Vertrauen schenken. Und hinzu kommt ja, dass die Europäische Zentralbank die Banken im Euroraum mit reichlich Liquidität versorgt hat. Das heißt, wenn das Vertrauen sich wieder einstellt, dann bekommt vermutlich der Brauereibesitzer auch wieder einen Kredit. Fazit unseres zweiten Besuchs in Griechenland: In nur einem Jahr hat sich schon vieles verbessert. Aber das Land braucht weiter Hilfe und mehr Zeit. Wir sind gespannt, was unser Brauereichef Athanasios Syrianos beim nächsten Besuch berichten wird.